Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chiller und ich bin für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute wollen wir uns einen Mount aus dem Handelsposten anschauen und dementsprechend dachte ich mir, dass wir im Rahmen des Videos uns auch gleich den Handelsposten so ein bisschen im Allgemeinen angucken können. Ja, ich denke mal, das passt hier ganz gut dazu. Als allererstes, um was für ein Mount handelt es sich einmal? Wir sitzen hier schon drauf und zwar sehen wir hier oben, das Mount schimpft sich einmal Ash-Hadar, Herold der Morgendämmerung. Und ja, das ist quasi ein Spektraltiger, nur ein bisschen in cooler. Hier bei mir gerade leuchtet er einmal in, ja, einer golden glänzenden Farbe. Das Ding ist, wir haben während des Tages quasi das goldene Mount und in der Nacht wird dieses goldene Mount einfach so spektral wie der Spektraltiger und sieht dann genauso aus wie hier hinten der Tiger, der im Stall steht. Also wir haben quasi in Anführungszeichen zwei Mounts. Eins was golden ist am Tag und eins, was astral in der Nacht ist. Mit demselben Aussehen, bloß halt in einer anderen Farbvariante. Ihr seht, hier auch das Icon ist zweigeteilt, dass man das so ein bisschen sehen kann. Gut, so viel jetzt zum Mount. Das kann übrigens auch fliegen, wie ihr seht. Also es ist quasi ein fliegender Spektraltiger, der am Tag golden leuchtet, mit ein bisschen mehr Rüstung, um es jetzt mal so zusammenzufassen. Gut, wo kriegen wir den her? Und zwar haben wir ja seit dem Patch 10.05 dein Handelsposten in SW bzw. in Urgrimmar. In SW steht er einmal hier auf den Koordinaten 50, 72 und bei der Horde ist er in Urgrimmar. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, aber der müsste irgendwo, ich glaube hier an der Seite ist er. Ich glaube so bei 48, 75, berichtigt mich gerne in den Kommentaren, wenn ich falsch liege, aber ich meine irgendwo hier ist der Handelsposten. Bei dem Handelsposten handelt es sich um den Feature, wo wir quasi monatliche Belohnungen bekommen können. Und dort gibt es verschiedene Arten, Belohnungen zu kriegen. Unter anderem können wir einmal im Monat diese Kiste hier aufmachen und bekommen einfach for free eine Währung. Und zwar heißt diese Währung Händlerdevisen. Und ja, das sind 500, soweit ich das nachgelesen habe, die man einmal kriegt, ohne irgendwas zu tun. Na gut, ihr müsst halt die Kiste aufmachen. Und das Zweite, was ihr jeden Monat machen könnt, ist, wenn wir einmal reinschauen hier beim Abenteuerführer, haben wir jetzt hier neben den Vorschlägen Dungeon und Raids noch einen vierten Reiter und der heißt Reisetagebuch. Und im Reisetagebuch, das sieht so ein bisschen aus wie ein Achievement-System, ist es aber nicht. Da hat man verschiedene Sachen, die man abschließen kann. Zum Beispiel gewinnt 15 Haustierkämpfe oder schließt irgendwelche Geschichtsstränge ab, irgendeinen Ruf müssen wir erhalten, irgendwelche Dungeon-Bosse töten und all das so ein Zeug. Und für alle diese Sachen bekommen wir Punkte. Und wenn wir das noch nicht abgeschlossen haben, ich habe es jetzt in dem Fall schon fertig, hier oben ist eine Leiste mit 1000 Punkten, die wir im Monat quasi erspielen muss. Ihr seht hier auch, wie viele Tage ihr noch Zeit habt. Und wenn ihr das den Balken voll habt, kriegt ihr die maximalen 500 Punkte aus der Kiste raus. Und den ersten Monat zumindest gab es noch als Zusatzbelohnung, wenn ihr den Balken einmal auffüllt, dementsprechend dieses Mount als Belohnung. Das zieht ihr dann auch aus der Kiste raus und ihr lernt es direkt in eurem Sammlungsmenü als Mount. Also ihr müsst es dann nicht nochmal anklicken, sondern kriegt es direkt gelernt, wenn ihr das aufmacht. Diese Sachen sind alle relativ einfach. Ich kann euch mal zeigen, was ich jetzt gemacht habe. Hier Handwerksaufträge. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Haustierkämpfe gemacht. Das wurde irgendwie trotzdem abgecheckt. Weiß ich nicht warum. 30 Quests, dann eben hier den Geschichtsstrang, den habe ich schon mit dem Main quasi und mit dem Twink am Anfang der Expansion gemacht, das wurde auch einfach gewertet für mich, ein bisschen Ruf gefahren, ein paar World Quests gemacht, die Jagd einmal abgeschlossen, also ich sag's euch wie es ist, ich habe mit meinen Twinks einfach nur meine Daily Berufsquest gemacht und hatte die 1000 Punkte fertig. Das war wirklich nur, ich mache mit meinen Twinks halt diese Berufsquest, die vier, die man machen musste und da gab es so viele Unterpunkte, die das alles gebracht haben, dass das sehr, sehr schnell zusammengeht, ne? Dann Spieler wiederbeleben bringt halt auch Punkte, also das innerhalb von einem Monat nicht zu schaffen, da muss man halt WoW davon am besten gar nicht starten, sonst weiß ich nicht, wie man es schaffen will, egal welche Aktivität ihr in dem Spiel macht, ihr kriegt diesen Balken eigentlich easy voll. Seht, selbst wenn ihr einen Spieler wiederbelebt, kriegt ihr Punkte dafür. Also das ist eine relativ easy Angelegenheit. Was ich euch nicht sagen kann, ob es jeden Monat hier eine neue Monatsbelohnung gibt, die man erhalten kann. Beim ersten Mal gab es dementsprechend das Mount. Die anderen Male kann es natürlich sein, dass es da nichts mehr gibt oder vielleicht auch nur ein T-Mock oder ein Pet oder ein Toy. Das muss man mal abwarten. Das wird dann jeden Monat von Blizzard quasi neu ausgekattelt, was es da gibt. Genau. Was können wir jetzt mit den Punkten anfangen? Und zwar gibt es hier bei diesem Handwerksposten dementsprechend verschiedene Sachen, die wir holen können. Den ersten Monat gibt es Himmelsrost. Das habe ich aber schon. Das gab es, glaube ich, damals irgendwann in den Blizzard-Shop. Blizzard hat es irgendwann rausgenommen. Und falls ihr das nicht habt, könnt ihr das holen. Ihr seht, hier gibt es verschiedene Sachen, unter anderem T-Mock-Items. Es gibt ein Pet auch. Und vieles weiteres Zeug, was alles verschieden viele Punkte kostet. Ihr könnt auch theoretisch ein Item nehmen und hier reinziehen
Und dann könnt ihr das dementsprechend einfrieren für nächsten Monat und behalten. Jetzt weiß ich, muss ich mal gucken, ob ich das auch switchen kann. Ah ja, okay, seid ihr sicher, dass ihr es switchen wollt? Ah ja, okay, dann kann man das hier bestätigen und kann man immer irgendein anderes Item einfrieren quasi oder dementsprechend kaufen. Den ersten Monat kann man tatsächlich 2000 Punkte zusammenkriegen. Und zwar gibt es ja, was ich schon gesagt habe, 500 Punkte immer for free. 500 Punkte, wenn ihr dementsprechend die ganzen Aktivitäten für die Woche oder für den Monat abgeschlossen habt. Ne? Also wenn ihr da die 1000 Punkte gefarmt habt, gibt es nochmal 500 Punkte, die ihr durch die Truhe kriegt. Dann habe ich mich gewundert, warum ich 2K-Punkte habe. Und zwar gibt es, wenn ihr euren Account auf Dragonflight abgedatet habt, anscheinend auch nochmal 500 extra Punkte. Ich vermute, das ist einmalig. Und dann gab es am Anfang noch eine Quest, die uns so ein bisschen gezeigt hat, hey, was musst du machen? Da musst du irgendwie mit jedem NPC einmal labern, ne? Wie man das so kennt, wenn ein neues Feature vorgestellt wird. Und ich vermute, dass ich da die anderen 500 Punkte her habe. Heißt, in der ersten Woche kriegt man, oder im ersten Monat, die 2K-Punkte und dann wird es immer 1000 sein. Dann kann man sich so ein bisschen drauf einrichten, was man quasi jedes Mal so einen Punkt übrig hat. Und die Belohnungen, die hier reinkommen, sind dann auch verschiedene Sachen wie Mounts, Pets, Toys, die dann jeden Monat quasi neu mit drin sind. Ich werde es jetzt tatsächlich so machen, dass ich mir einmal das Pet hier hole. Das kaufen wir jetzt mal für 750 Punkte. Und meine restlichen, die werde ich mal sparen. Das sind jetzt zwar T-Mox, die brauche ich auch noch, ne? Wie ihr seht, die sind noch nicht gesammelt. Aber natürlich die interessanteren Sachen sind Pets, Mounts und Toys für mich. Jetzt spare ich mal ein paar Punkte und mal gucken, ob wir dann dementsprechend die nächsten Monate dann auch solche Sachen drin haben. Und dann haben wir lieber ein paar Punkte über, als dann zu wenig zu haben, um die Teile nicht kaufen zu können. Wenn ihr die Aussehen von den Items anschauen wollt, gibt es verschiedene Addons, wo ihr einfach draufklicken könnt. Oder ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr hier bei diesen Attrappen die ganzen Sachen in Aktion sehen könnt, was ganz nett ist. Beziehungsweise die Mounts seht ihr hinten, da haben wir einmal das Himmelsross, beziehungsweise diesen Spektraltiger-Verschnitt, den ich euch am Anfang schon gezeigt habe. Beziehungsweise ihr habt natürlich auch immer die Möglichkeit, wenn ihr hier einmal mit dem sprecht, dass ihr die Sachen halt euch hier so anguckt. Ne? Ihr seht, da können wir uns die ganzen Items anschauen. Und irgendwo gab es, glaube ich, auch Rüstung verbergen. Da können wir uns den Char auch nackig anschauen und sehen halt dann wirklich nur das Item, was wir brauchen. Also die zwei Optionen habt ihr. Gut, das war es eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Feature haltet, beziehungsweise was ihr euch geholt habt. Habt ihr euch das T-Mog geholt oder spart ihr wie ich die Punkte? Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder im nächsten Video. Euer Tila, bis dahin. Ciao.